So, willkommen zurück. Was rettet die Welt betrifft, ich weiß, kommt derzeit ein bisschen kurz, aber durch die Tagesaufgaben, beruflich bedingt, wird es halt zeitlich ein bisschen enger, weil ihr dürft nicht vergessen, ich habe noch eine Familie, deshalb auch der Name Family Hack. Aber wir gehen jetzt mal hier in die Aufgabe rein. Für Ray ist es an der Zeit, sich einem alten Freund zu verabschieden. Hilft Penny dabei, ein Denkmal zu Ehren Dr. Windermans zu errichten. Also errichte ein Denkmal in einer 46-Plus-Zone. Gerade mal gucken, was Tagesaufgaben sind. Gartenzweige. Ah, muss ich eigentlich als Konstrukteur spielen, ne? Aber vielleicht. Ah, ne, in der Mission selbst will ich eigentlich schon lieber. Sag schon, die spielen, die auch den Bär hat. Also gehen wir mal direkt rein, gucken, ob wir was finden. Ich hoffe es. Oh Gott. Nicht leere Surfer. Nee. Und ihr wisst ja, gerne abonnieren, gerne liken. Wenn ihr wollt, auch gerne einen Kommentar reinschreiben. Wie gesagt, versuche ich ja überall zu helfen, mit jeder Aufgabe etc. pp. Von euch bekomme ich natürlich auch Hilfe angeboten. Nur, ich will es halt erstmal in erster Linie allein machen. Und so das Wochenende, sage ich mal, wenn ich da am Stream bin, kann man gerne mal was zusammen machen. Aber so, wenn ich halt nicht online, also nicht streame, braucht ihr auch nicht nachjoinen oder so, weil hier bin ich halt quasi erstmal privat. Beziehungsweise dann für die Aufnahmen. Wenn ich dann sage, man kann zusammen was aufnehmen, ist es okay. Aber ansonsten eher nicht. So, wie ich sehe, kommen hier gerade zwei Abonnenten gleichzeitig rein. Das ist schon wieder gefährlich. Nicht, dass ich schon wieder so ein Troll hab, in Anführungszeichen, der hier 50 Abonnenten reinhaut und sie dann wieder zurückzieht. Sollten die Abonnenten echt sein, sage ich natürlich Dankeschön. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm, gleich Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn noch kein Abonnent bist, dann jetzt abonnieren. Weil ich wette, wir sehen uns noch öfters und irgendwann habe ich vielleicht mein Abo mal verdient. Weil ich habe nachgeguckt, 82% meiner Wiedergabezeit sind von Nicht-Abonnenten. Ich hoffe, das können wir noch ändern. Aber so sieht es eigentlich bei den meisten aus. Weil im Prinzip ist leider wirklich so, bei YouTube, wenn du dann nicht abonnierst, du kriegst die Videos ja doch angezeigt, wenn du immer wieder denselben guckst. Ich sehe das ja selber, ich abonniere auch selber nicht jeden. Heute bauen wir ein Denkmal. Okay. Es hat nichts mit dem Kampf gegen Höhlen zu tun. Es geht darum, unsere Spuren zu Was geht denn hinterlassen. hier ab? Wieso Und habe ich dem den Sturm zu sagen, direkt dass wir nicht Stormfinks aufgeben. aktiviert? Und es ist eine Überraschung für Ray. Also verplapper dich nicht. Was macht ihr so? Verschwinde, Ray. Mist. Ah, erstmal Okay. jede Menge Tschüss. Munition rausgehauen. Okay, sie ist weg. Guck nicht so, ich musste böse sein, um nett zu sein. So, ich hoffe, wir kriegen hier Hilfe dabei. Oder wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo. Ja, da gibt es zwei Stück. Oder wir kommen langsam in den Bereich, wo die Spieler mau werden. Ah, wir müssen jetzt noch beide schießen. Du stirbst jetzt. Ah, ne, die können einen zwei Leute so beschäftigen. So, wurde doch mal Zeit, ey. So, wo schickt er uns denn hin? Erstmal hier den Roboter betonen, wo immer er ist. Entschuldigung. So. Und guten Tag. Das soll den Spawnpunkt anzeigen. So, haben wir trotzdem noch Blue Blue mit. Ah, sind schon ein paar stärkere dabei, wenn schon auf Level 57 hochgepusht wird. Alle her, ey. Also die Wellen werden echt stärker. Ey.
So, da ist noch der eine jetzt. Ja, man muss inzwischen schon ein bisschen anders spielen. Ah, ich habe das Gefühl, irgendeiner will da lustig sein und abonniert und abonniert und abonniert. Wenn die Abonnenten bleiben, ist schön und gut, aber wenn einer trollen will, ist halt Abfuck für alle. Verfolge den Plan. Es wird genial. Du kannst ernten gehen, wenn du mehr Ressourcen brauchst. So, die stelle ich mal gerade stumm, auch wenn sie noch ruhig sind. Oh Gott, was kommt denn hier für eine Invasion? So viele waren es doch nicht. Aber es ist meistens ein Zeichen dafür, dass hier unten eine Kiste ist. Auf jeden Fall eine Menge Erze. Zeit bekommen sogar mir hier keine, ne? Nee. Ich glaube, da will einer unbedingt die 13. zahlen. Aber ihr wisst ja, im Laufe des Videos werde ich eh raushauen. So. Nehmen wir das hier noch gerade mit und dann gehen wir mal rüber bauen, nehme ich mal an. Was ich überhaupt nicht kann. Das ist ein riesiger Ding. Ja, aber Holzboden schon mal. Das kann ich. Holzboden kann ich hinkriegen. So, Holzwand komplett, komplett. Verteidige das Denkmal. Ja, darf ich sie erstmal bauen, bevor wir es verteidigen. Oh, nervt doch nicht. Baut er hier eine Treppe rein? Da wird doch gar keine Dings gebraucht. Ach, ist egal, was wir das bauen. Na, dann ist es eigentlich besser, wenn man so Stein baut. Wir nehmen Schaden. Links. So. Richtig. So, haben wir noch so. Okay, erst hier mal schneller als ich im Baum. So, so. Sollten hier eigentlich schon aus Stein bauen. So, so. Das ist dieselbe Treppe nochmal. Kann hier nicht hingebaut werden? Sind wir schon dabei.
warum muss denn dafür erst die komplette Wand da unten sein? Jetzt weiß ich nicht, war die Wand da richtig oder nicht? Hey! So, das haben wir. Hier kommt eine volle Wand hin, da kommt eine volle Wand hin, da kommt eine volle Wand hin. Da kommt die Wand hin, die macht er. Die kommt noch voll. Hey. Verteidige das Denkmal. Oh, wieder genau andersrum. Ja, wenn das Ding allein bauen muss, Großmahlzeit. Das hat er, das hat er. Irgendwas? Ach, hier fehlt noch die ganze Wand. Das haben wir, das haben wir. Irgendwo fehlen Wände. Ach, hier unten. Ah, und die andere daneben. Haben wir das nicht schön gebaut? Na also, fertig. So ein großes V habe ich noch nie gesehen. Gute Arbeit, Kommandant. Okay, Ray. Siehst du an? Ist ein großes V. Für deinen Freund. Es ist nicht viel. Es ist perfekt. Ich wünschte, Desiree könnte das sehen. Weißt du, oh, immer stellt er hinter sich, ey. Dr. Wiedermann wäre arrogant. Er hat immer auf all sein Zeug seinen Namen gesetzt. Aber ich glaube, er wollte nur sagen, hat er hinten einen Roboter mit ich war holen? Hier und mehr konnte ich nicht tun. Danke, Leute. Wir lassen dich jetzt Abschied nehmen. Nerv mich nicht, hey, Roboter. Doc, es fühlt sich albern an, mit dir zu reden. Aber es wäre richtig, richtig dumm, einfach stumm zu bleiben. Ich hoffe, wir müssen das Ding komplett verteidigen. Wenn du nur sehen könntest, wie sehr wir deine Arbeit weiterentwickelt haben. Was ist deine Aufgabe hier? Du hast so viele Leben gerettet. Du wärst bestimmt stolz auf uns. Wenigstens hoffe ich das. Tja, also, leb wohl. Nein, es gibt noch viel mehr zu sehen. Das war's. Oh. Also im Prinzip, ihr müsst das Ding zusammenbauen. Autsch, mein Auge. Jetzt reicht's, ich schalte dich aus. Das war ja richtig schwer. Aber eine schöne Kiste. Also wie gesagt, ihr müsst da eigentlich nur das Ding bauen. Das war's eigentlich schon. Ist eigentlich echt simpel. Gut, wir waren jetzt zu zweit, aber eigentlich war gut. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm, liked seid, kommentiert seid und abonniert seid, wenn du noch kein Abonnent bist. Irgendwie kamen jetzt hier drei Abonnenten ziemlich nah beieinander rein. Ich hoffe halt einfach, es sind keine Fake-Accounts. Weil es bringt auch nichts, wenn der Account irgendwann gelöscht wird, dann wird es nämlich wieder abgezogen. Von daher, ich habe jetzt glaube ich schon insgesamt, lass mich lügen, 150 Abonnenten mit D-Abos, ist ganz normal. Ich muss ja auch nicht jedem gefallen. Waren nämlich auch schon drei Abonnenten dabei, wurde der Account einfach gelöscht. Also wenn ihr einen Account habt, bleibt mit dem drin, lieber wachse ich langsam, als wenn da in Anführungszeichen so eine gefakte Kacke da drin ist. Und aus damit. Fernkampf. Platzbord hat kein Aus. Warum? Was will ich denn damit? Das frage ich mich auch, Kumpel. Bitte hilf mir mal eben, Kommandant. Ich brauche eine Minute ohne Gartenzwerg kaputt gemacht. Platzbord sieht, wie es ist. Gut. Ich kann es mitbekommen. So, gerade mal gucken. Gartenzwerg ist nicht allein. Doch, Gartenzwerg hat gezählt. Dass du nicht siehst. Glatzbord kann nicht nice. Anders als zu sehen. Glatzbord ist nicht, was Glatzbord scheint. Glatzbord hat so viel gesehen. Alter, ist der geistlich verblödet oder was?
Wir können ihn nicht so zurücklassen. Und da wir ihn auch nicht ausschalten können, leicht verwirrt, müssen wir der Kleine. Ihn reparieren. Bereit halten für ein Software-Update ich von Plattform. So, dann haben wir noch einen Lama als Tagesgeschenk bekommen. Ja, ja, du hast, worauf es ankommt. Ganz toll. Wunderbar. Ja, 50 Tickets. Ich brauche keine blauen Überlebenden. Also ich habe jetzt echt vor, Überlebende nur noch mindestens episch zu behalten. Überlebende verwalten. Zurückschicken. So, dann würde ich sagen, war's das eigentlich mit der Folge. Ihr habt ja gesehen, einfach nur das V bauen. Mehr ist es nicht. Und wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, ihr wisst, was er zu tun hat. In dem Sinne sage ich, bis zur nächsten Folge oder zum nächsten Aufgabe in Battle Royale. In dem Sinne, haut rein.